Das müssen wir also im Auge behalten. Science Packs abgeben für Forschung. Hier. Gib ihm 140 Stück. Wird nicht reichen, aber ist ein Anfang. Alien-Artefakte verbraten wir weiter. Roboports. Ja. Unser Roboport-Netzwerk sieht nicht sehr strukturiert aus. Da müsste mir bei Zeiten mal ein richtiges Muster für überlegen. Was natürlich doof ist, weil wir so viel Wasser innerhalb unserer Mauern haben. Ja, aber Hauptsache es klappt soweit. Da fehlt vielleicht noch einer, aber ich verbrauche so viel Strom, das lassen wir lieber. Ich glaube, ich schmeiß die Roboports mal in die Kiste. Nee, wenn ich sie in die Kiste schmeiße, vergesse ich sie auf jeden Fall. Stein kann in die Kiste, das kann in die Kiste. Normale Magazine. Warum habe ich normale Magazine in meinem... Geh weg. So. Weg, weg. Weg. Herstellen. Science Packs. So. Also. Erz 1 läuft. Erz 2 läuft. Wir haben das Kupfersystem jetzt umgestellt, dass mehr Kupferplatten hergestellt werden sollten. Auch wenn ich da immer noch keinen Unterschied sehe. Ah doch, hier. Hier ist jetzt überall Kupfer in Arbeit. Das muss doch einen Unterschied machen, oder? Ich meine, doppelt so viele Schmelzöfen, die gerade Kupferplatten herstellen und trotzdem ist das noch so negativ? Ja, ist es. Was sagt Kupferdrahtproduktion hier hinten? Sind eure Kisten durchgehend voll mit Kupferplatten? Ja, ja. 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 Ach so, es ist vielleicht gar nicht mehr an Kupferplatten im System, weil gar nicht mehr angefordert werden? Nee. Fünf. Ist alles soweit ausgelastet. Sehr komisch. Aber na gut, hier unten fangen wir jetzt auch an mit Kupfer. Warum du nicht? Du wurdest nicht angeklickt. Okay. Kupferplatten. Das sieht jetzt doof aus. Guck mal unten rechts, die Anzeige an von unserem System. Das überlappt gerade ein bisschen nach unten außerhalb des Bildschirms. Das finde ich nicht so schön. Das wäre noch ein sehr schönes neues Objekt, das zum System mit dazu gehört. Man setzt es irgendwo hin, man macht einen Rechtsklick drauf, man kriegt ein großes Fenster, also wirklich groß, großes Fenster mit allen Sachen, die im System drin sind. Und vielleicht noch eine Übersicht mit den Robotern und so weiter. Weil diese kleine Übersicht da rechts zusammengequetscht, die finde ich nicht so wirklich toll. Ja. Aber nee, also Kupferplatten reicht immer noch nicht. Das heißt, wir brauchen mehr Schmelzöfen oder wir lassen die Schmelzöfen jetzt schneller arbeiten. Was wieder mehr 60% mehr Strom kostet. Genau. Akkus sind nicht mal voll. Also nee, ich werde keine gespeedeten Schmelzanlagen bauen. Das wird sowas von in die Hose gehen, das lasse ich lieber. Bei euch ist alles okay? Ja. Okay. Einfach warten. Weil theoretisch müsste irgendwann alles produziert sein, was produziert werden muss. Irgendwann sind genug blaue Tränke da und dann werden keine roten Chips mehr verbraucht für blaue Tränke. Wenn keine roten Chips mehr verbraucht werden, werden keine grünen Chips mehr verbraucht und wird wesentlich weniger Kupferdraht verbraucht und so weiter und so weiter. Und du hör mal auf, Baubots zu bauen. Das könnte eine gute Alternative sein. Wir lassen das System einfach jetzt machen. Der baut und baut und baut und baut, bis irgendwann die Sachen voll sind. Und dann haben wir keine Kupferprobleme mehr. Aber ist doch doof. Ich will in einer Utopia leben, wo immer alles vorhanden ist. Mehr Kompau, mehr Schmelzöfen und wenn es dann wirklich zu Stromproblemen kommt, dann bauen wir halt wieder mehr Steam Engines. Das kann doch nicht angehen. Wir haben jetzt schon 38 Stück. Okay. Also wenn wir später eine neue Basis anfangen, mit Ditech, mit den ganzen anderen Mods und so weiter, sollten wir uns von vornherein einen Komplex überlegen mit
50 Steam Engines. Und dann können wir später immer noch zusätzliche Solarzellen und so weiter bauen. Wobei bei Ditec gibt es hier diese Stufung, was ist primäre Energiequelle, was ist sekundäre Energiequelle. Da macht es schon wesentlich mehr Sinn, mit Solarzellen zu arbeiten. Aber trotzdem, einfach nur ganz, ganz viele Steam Engines bauen, egal wie doof das aussieht, weil wir keine Stromprobleme mehr haben. Weil ich will nicht so einen holprigen Start haben wie hier beim nächsten Anlauf. Dass dann, oh, wir haben Stromprobleme, ah, Strom ist okay, oh, wir haben Stromprobleme, ah, Strom ist okay, oh, wir haben Stromprobleme, ah, ist okay. Das finde ich doof, das, nee. Das reißt ja total aus dem Fluss, man muss mal hier was machen, mal was da was machen. Nee. Also, einfach ganz viele Steam Engines, nachher ein paar Solarzellen und viel mehr mit Fließbändern arbeiten. Das hatte ich hier eh geplant gehabt. Also, Roboter sind toll, keine Frage, guckt euch das an. Sieht einfach nur cool aus. Aber das sollte man auch erst machen, wenn man Hightech-mäßig soweit ist. Das heißt, vorher können wir ruhig mit Fließbändern alles untereinander verbinden. Später dann immer noch umbauen. Weil das ganze Hin- und Hergelaufe war schon ein bisschen doof. Die ersten 20, 30 Folgen. Wie schaut sie jetzt aus, nachdem ich 5 Minuten vor mich hingeschwaffelt habe? Minus 20. Aber wenigstens müssten die Furnace jetzt fertig sein. Du forsch weiter. Die sind noch nicht mal fertig. Da sind die. Passt du hier unten rein? Nö, passt du nicht. Das heißt, du musst hier oben hin. Da ist schon die nächste Fabrik. Können das Ganze aber weiter nach rechts erweitern. Da spricht nichts gegen, oder? Nö. Dann mach mal bitte hier alle Bäume weg. Dann können wir auch gleich gucken, wie viele Bauroboter wir inzwischen haben. Wow. Ach du Kacke. Wir haben ein paar. Wir haben ein paar Bauroboter. Also definitiv, Roboter sind cool. Aber erst, wenn man später soweit ist, also soweit wie wir jetzt sind, dann kann man davon ruhig welche bauen und auch die Basis danach ausrichten. Aber nicht vorher. So, ich... Das sah einfach nur geil aus. Eine ganze Armee von Robotern, jeder schnappt sich mal so einen Baum unter dem Arm und fliegt wieder weg. Cool. Einfach nur cool. So, da. Und es ist nicht, ganz knapp nicht in dem Roboport-Bereich. Okay. Setz noch ein Roboport. Dahin. Weil das Ganze jetzt noch krüppeliger aussieht. Bisschen wie so ein kleines Spinnennetz. So, also wir brauchen Kisten. Wir brauchen noch 2 rote Kisten. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 blaue Kisten. Und wir müssen die Science Packs abbrechen, sonst dauert das Ganze zu lang. So. Rote Kisten. 1, 2, 3, 4, 5. Baum weg. 6. Die blauen Kisten copy-pasten wir gleich. Was immer noch irre praktisch ist. Also Shift-Rechtsklick, Shift-Links, 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 Shift-Links. Es müssen gleich ganz viele Roboter angeflogen kommen. Das hat es doch übernommen, oder? Ich guck gleich mal. Erstmal Ärmchen verteilen. Die müssten jetzt alle Kupfer haben wollen. Ja, 100 Kupfer. Jungs. Nein! Alle Roboter sind beschäftigt? Wie jetzt? Moment mal. Achso, sie sind auf dem Weg unten, um Kupfererz abzuholen? Ja, richtig, okay. Ich wollte schon sagen, das wäre sehr irritierend. Die sind jetzt nur ausgelastet wegen dem Auftrag. Da kommen sie alle. Wir brauchen echt mehr Roboter? Krass, okay. Also Bauroboter lasse ich jetzt erstmal weg. Die hat Skynet genug hergestellt. Das haben wir gesehen bei dieser Rodungsaktion, wo der ganze Baumwald einmal hochgehoben wurde und abgeschleppt. Aber die anderen, die Logistikroboter, brauchen wir anscheinend. Gib ihm. So, hier ist okay, hier ist okay. Ein Angriff oben. Oben ist ungewöhnlich. Aber 13 Türme schießen, das müsste hinhauen. Und hey, 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 wir haben 850 Kupferplatten im System. Und 250 Draht. Ja, sehr schön. So muss das sein. Wie schaut es mit dem Strom aus?
Geht so. Geht so. Ich hätte gern 20 Akkus. Die da abgespeichert werden. So. Hier haben wir die Akkus noch gar nicht aufgebaut. Sehr gut. Also weg, 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 weg. Akkus. Ihr habt keinen Strom. Was? Ihr seid Akkumulatoren. Natürlich habt ihr Strom. Achso, es wird momentan gerade mehr verbraucht als... Ja, nicht so gut. Du bau mal dahin, dahin. Zack, 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 zack. Da muss noch einer hin. Nee, nicht, nicht du. Du. Hier unten muss noch eine Verbindung hin. Genau so. Und ich glaube, die Geschichte hier reiße ich jetzt mal ab mit dem Erz, oder? Wir haben so verdammt viel Eisenerz im System. 25.000. Könnten wir die obere Anlage hier auch noch verautomatisieren? So, so kannst du erstmal weg. Hä? Unter 1 Gigajoule gefallen, das finde ich nicht schön. Okay, Solarzellen. Bauen mehr Solarzellen. Und hier... So, warte mal, das können die Roboter hier wieder machen. Macht mal hier alles weg. Danke, macht mal da. Alles weg. Hier alles weg. Oh, und hier auch alles weg. So, wieder genug Brennstoff. Ah, ist das schick. Aufräumen mit einem Klick. 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 Ich darf noch nicht aus Versehen irgendwelche Gebäude mit abreißen. So. Steinproduktion. Ja, das ist okay. Wo sind die Kupferplatten schon wieder hin? Ah da, 2400 Kupferplatten über im System. Sehr gut. Okay. Das heißt, es hängt jetzt nur noch an uns. Wir müssten jetzt die ganzen Science Packs mal hier reinschmeißen. Dann müssten wir Munition herstellen für unseren nächsten Trip. Ganz viel. Dann sollten wir eigentlich schon wieder loslaufen, ha? Ja. Wir laufen jetzt los. Und machen was genau kaputt? Ich weiß nicht, die Basis da sieht irgendwie garstig aus. Und das da werden primär Würmer sein. Also das da unten vielleicht. Das ist hier eh bei unserem Erz 3 dann im Weg. Boah, das klingt gut. Also Munition taucht langsam auf. Wir haben keine von diesen tollen neuen Robo-Kapsel-Ablenk-Dingern. Aber das werden wir wahrscheinlich auch ohne schaffen. Was? Zur Hölle? Unsere Bahnschienen werden angegriffen? Was ist mit euch kaputt, Jungs? Oh, da ist eine Basis gespawnt. Ja, okay. Das klärt dann schon mal, was wir als nächstes angreifen. Lalala. Ja, wir müssen unbedingt mit Türmen. Aus ganz aktuellem Anlass. So, so, so. Genau, reparier die eine von mir angeschossene Mauer. Sehr schön. Ich gehe echt auf meine Schienen los. Ja, kümmert euch mal um die Schienen, ich kümmere mich um eure Basis. Das ist eine sehr gute Arbeitsteilung. So, da ein Wurm noch weg. Beide Würmer noch weg. So, und jetzt reparieren wir das kurz vor Hand. Von Hand. Da können wir gar nicht reparieren, müssen wir überbauen. Yeah. Zip, 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 zip. So. Das ist schon garstig, wenn einfach so aus dem Nichts eine ganze Basis auftaucht. Theoretisch kann man die aber abfangen. Also es wurde in den Kommentaren schon richtig erwähnt, wir hatten einmal einen so einen kleinen Beißer langlaufen sehen. Ich dachte mir schon, was zur Hölle macht der denn da? Ist der irgendwie verloren gegangen? Aber das ist wohl ein Scout. Und der guckt, wo eine Basis gebaut werden könnte. Und dann wird später ein neuer Trupp losgeschickt und der gründet dann eine neue Basis. Das heißt, wenn wir diesen Trupp umbringen würden vorher, könnten wir verhindern, dass irgendwo eine Basis spawnt.
müsste man es natürlich sehen. Dafür braucht man wahrscheinlich richtig viele Radaranlagen, die auch recht viel Strom brauchen. Aber gut, Munition ist wieder einigermaßen vorhanden. Machen wir hier unten ein bisschen was kaputt. Nach der Munition bitte Science Packs herstellen. Erstmal nur 5. Naja, wohl, wir brauchen viel mehr. Komm, bau alle. So. Wir müssen ja alle drei Module auf Tech 3 bringen und dann danach die Rüstung noch erforschen. Und dann brauchen wir erst die 50 Alien-Artefakte für die Rüstung selber. Ich hätte hier gerne keinen Wald. Ah ja, hier ist okay. Wow. Das wird doof. Okay, ich greife von unten aus an und mache den Beitel da kaputt, an den Spawner. Wow, okay. Okay.